warmen Sommerabend zur Ausstellung Visão Brasileira, zeitgenössische Kunst aus Brasilien. Ich versuch's mal. Seja muito bem-vindo. Todos brasileiras e brasileiros. Herzlich willkommen an alle Künstlerinnen und Künstler, die heute hier sind. Es freut mich sehr, dass Sie nach Triesen gekommen sind und ich werde Sie später noch vorstellen. Ich begrüße ganz besonders zwei Damen heute Abend, die beide noch zu uns sprechen werden. Das ist Denise da Cruz Campitelli. Sie ist die Gründerin und Präsidentin des Vereins Casa Brasil Liechtenstein. Mit ihrem Netzwerk und ihren Kontakten konnten wir diese Ausstellung überhaupt machen. Und dann herzlich willkommen auch Leca Aracho, sie ist Künstlerin und Kuratorin. Viele der ausgestellten Kunstwerke sind von Kunstschaffenden, die sie vertritt. In den 11 Jahren, in denen der Gasometer, das Kulturzentrum der Gemeinde Triesen nun besteht, sind Ausstellungen, die künstlerische Positionen anderer Kulturkreise thematisieren, immer ein wichtiges Standbein gewesen. Andere Länder, andere Kulturen über Kunst zu vermitteln, ist uns ein besonderes Anliegen. Mit dieser Ausstellung können Sie brasilianische Kunst kennenlernen, dabei aber auch einen Blick auf das Land werfen und natürlich über die Künstlerinnen und Künstler einen ganz spezifischen persönlichen Eindruck bekommen. Nachdem wir im letzten Jahr eine Ausstellung mit Kunst aus China zu einem engeren Thema gezeigt haben, ist die Ausstellung Visão Brasileira ganz vielfältig. In den Techniken, die meisten haben es schon gesehen, es gibt Malereien, Objekte, Installationen, aber auch in der Aussage. Lassen Sie sich überraschen und vor allem nutzen Sie heute Abend die Gelegenheit, mit den anwesenden Künstlern zu sprechen. Ein Thema ist aber in dieser Ausstellung immer wieder sicht- und spürbar. Künstlerinnen und Künstler aus Brasilien beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit der Welt, in der wir leben. So gibt es einige Werke, die aus recycelten Materialien gemacht sind. Das Thema Amazonien ist auch in einigen Werken präsent. Das verwundert nicht, befindet sich doch der weitaus größte Teil des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien. Zwei Arbeiten möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Die eine ist gleich hier neben mir, die zwei kleinen Bilder, das obere Bild. Die beiden Bilder stammen vom Künstler João Evangelista und das obere Bild stammt aus einer großen Serie, in der er sich mit der Bevölkerung und dem Land Amazonien, mit der Provinz Amazonien in Brasilien auseinandersetzt. Das zweite Werk ist von Valeria Totti, das ist im Mittelgeschoss des Turms. Die schon oben waren, haben es gesehen. Es sind die Objekte, sind große Palmblätter, natürlich gewachsene Palmblätter, die mit Autolack lackiert sind. Eine ganz farbenfrohe und auch beeindruckende Installation, die Natur und das, was wir heute so machen, miteinander verbindet. Auch das Thema Abfallbeseitigung ist ein großes in Brasilien. Die Müllhalden rund um die großen Städte haben sich in den letzten Jahren zu Slums entwickelt, in denen hunderttausende Menschen leben. So beschäftigt sich die Arbeit von Maristela Casonato Pastro mit dem Titel Lixão, was eben genau Müllhalde bedeutet, mit dieser Problematik. Sie sehen die Arbeit gleich hier hinten an der zweiten Wand. Ich möchte Ihnen gerne Denise da Cruz nochmal vorstellen. Sie ist von Beruf Architektin. Wir haben uns kennengelernt vor mehr als einem Jahr bei den Vorbereitungen für das letzte Fest der Kulturen, bei dem Casa Brasil auch mitgewirkt hat. Nochmals herzlich willkommen. Sie wird ein paar Worte zu uns sprechen. Bom, boa tarde. Eu vou falar português primeiro, porque tem uns que só falam franceses aqui, não entendem alemão. E Marta vai traduzir. Guten Abend miteinander.
Ich werde zuerst Portugiesisch sprechen, weil nicht alle Portugiesisch kennen oder auch nicht alle einige Französisch sprechen hier, aber ich denke ein bisschen Deutsch kennen Sie auch. Meu nome é Denise da Cruz Capitelli, sou arquiteta e com enorme satisfação de estar aqui falando com vocês hoje como presidente da Casa Brasil Liechtenstein, neste museu maravilhoso no Centro Cultural Gasometer. Mein Name ist Denise da Cruz Campitelli, ich bin Architektin und es ist mir eine große Freude, hier mit euch zu sein, als Präsidentin der Casa Brasil in Liechtenstein, in diesem wunderschönen Museum, in dem Zentrum von Gasometer. E hoje eu escolhi essa camisa, que representa muito, não está aqui escrito, só no texto, que representa muito o que eu sinto hoje, né? Sou uma brasileira e que fui muito bem acolhida nesse país. Então, meu coração hoje é metade Brasil e metade Liechtenstein. Ich habe jetzt ein T-Shirt an mit der Flagge von Brasilien und Liechtenstein. Und das bedeutet, dass ich jetzt in meinem Herzen diese zwei Länder trage. Und weil ich wurde so herzlich aufgenommen in diesem Land. Und dann ist da diese Liebe entstanden. E por isso eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, brasileiros e não brasileiros, que estão aqui hoje prestigiando a nossa cultura no Gasometer. Dann möchte ich heute euch alle hier in Gasometer begrüßen, Herr Kumpelmittags, und für diese Ausstellung. Estar aqui hoje, neste museu, com tantos talentos brasileiros reunidos, para nós é uma grande honra. E estamos aqui hoje porque um único motivo, nós fomos agraciados por uma pessoa muito especial. E essa pessoa tem um olhar especial e apaixonado pela arte. Ja, wir haben hier viele Künstler heute, talentierte Künstler, und die sind hier, heute haben ihre Ausstellungen hier, und das ist für uns, wir sind sehr stolz darüber, und das haben wir zu bedanken an Frau Petra Büchel, die ein Auge hat für Kunst und heute uns diese große Gelegenheit gegeben haben, hier zu sein und diese Kunst zu zeigen. E eu digo mais sobre essa pessoa, Petra Büchel. Abraçou nosso projeto Sinais do Futuro, aceitou ser jurada do segundo Salão de Arte Brasileira e atuou como uma excelente parceira e com muita profissionalidade no projeto Sinais do Futuro. Dann möchte ich noch etwas sagen zu diesem wunderbaren Mensch, Petra Büchel. Denn sie hat das zu Herzen genommen und hat teilgenommen in unserer Ausstellung. Ein Vaduz, ne? Das war ein Vaduz, der 3. und 4. Juni. Und war auch professionell dabei und hat uns dort begleitet. Hoje a arte brasileira se apresenta aqui, nesse museu, graças a essa grande pessoa que nos portou aqui. E graças ao importante trabalho que a Casa Brasil Liechtenstein está fazendo em divulgar a cultura brasileira no exterior. Mesmo sabendo que temos tantas dificuldades de todos os gêneros, estar aqui hoje realmente acho que é uma grande vitória, não só para mim como Casa Brasil, mas como para todos nós brasileiros e todos os artistas aqui, todos fizeram parte dessa escolha da Petra de estarmos hoje aqui. Ja, und dann sind wir als Brasilianer sehr dankbar nochmals, dass wir diese Ausstellung hier überhaupt teilnehmen und hier sein dürfen. Und das macht uns sehr glücklich
Und obwohl wir noch so viele Schwierigkeiten haben, habe ich meinen Start wurde gemacht jetzt. Em nome da Associação Casa Brasil Liechtenstein, em nome de todos os brasileiros, artistas, autores, todos nós brasileiros que estamos aqui, brasileiros no exterior e brasileiros do Brasil que vieram para cá, eu peço que agradecemos todos com uma salva de palma a Petra. Vielen Petra Bichel, wir Brasilianer und Nicht-Brasilianer, wohnhaft in Liechtenstein oder irgendwo in Europa, wo auch immer, das ist unser Dankeschön an Sie.